mein Jesus. Ach, welch ein betrübter Ort. Was für Gefährten, welch ein glückliches Geschicke. Verruchte, so vollführt dann den beschlossenen Mord, braucht ihr zum Töten mehr als Augenblicke. Doch nein, er soll mehr als ein einzig Mal, er soll ihn des Todes Stachel zehnfach in das Herz empfangen. Dort ist er an dem mördervollen Pfahl, an seinen Wunden aufgehangen, des Körpers eigene Schwere zwingt Gebein und Nerv, Gemein und Nerv aus ihrer Lage. Aus Haupt und Armen dringt das Blut nach dem beklemmten Herzen. Das kann nur noch mit matten Schlagen. Mattem Schlagen der langsamen Erstickung widersteht. Und doch bei diesen unerträglich schweren Schmerzen wird dieses Herz durch keinen anderen Trieb beliebt als durch die Liebe. Diese fleht jetzt großmutsvoll für mörderische Feinde zum Himmel um Vergebung. Neben dem geliebten Freund, die Mutter, der das Schwert durch ihre Seele geht, vor dem die seligste von allen denen, die jemals durch ein weises, tugendhaftes Kind beglückte Mutter worden sind. Ist die unseligste sogar des Trosts der Tränen, so groß ist ihre Not beraubt. Und da dein Schmerz sich ganz unheilbar glaubt, Maria, ordnet er mit einem Blicke voll Trost dein künftiges Geschicke. Ein Brei
Wird
Thank you.
Thank you.